Der Bundesligaspielplan meint es herausfordern mit dem HCR Lange nach. Partien gegen die Füchse Berlin und die MT Melsung gastiert heute die SG Flensburg Handewitt in der Arena Nürnberger Versicherungen. Gute Nachrichten für die Fans der SG Flensburg Handewitt. Kai Smietz kehrte nach überstandener Mandelentzündung zurück in das Team von SG-Trainer Nikolai Krikau. Die Anfangsphase geprägt von einer wirklich gut performenden Erlanger Mannschaft. Simon Jeppson schweißt diesen Wurf in das Tor der SG. Auch auf der anderen Seite entwickelte sich ein Spiel, was insbesondere geprägt war von den Außen. Emil Jakobsen sowohl aus dem Positionsangriff erfolgreich als auch aus einem guten Tempospiel der SG Flensburg Handewitt. Die Erlanger taten sich im gebundenen Spiel immer wieder schwer. Antonio Metzner, einer der Rotationsspieler in der Mannschaft von Hartmut Meierhofer. Die zweite Hälfte begann mit einem Schockmoment. Simon Püttlik verletzte sich am Knöchel, konnte nicht weitermachen. Das sah alles andere als gut aus. Gute Besserung von dieser Stelle. Die SG Flensburg-Handewitt ließ sich von dieser Verletzung nicht beirren. Jim Gottfriedsson hatte Grund zum Feiern, nicht nur aufgrund dieses Treffers, sondern auch, weil er sein 750. Bundesligator erzielte. Im Folgenden probierte Erlangen es immer wieder, auch über ihn, über Lutz Heini. Aber Kevin Möller fuhr langsam richtig hoch. In Summe kommt er auf 14 Paraden. Erlangen konnte man nicht abstreiten, dass sie nicht alles probiert haben. Aber die SG Flensburg-Handewitt am Ende zu stark und zu souverän. Die 800 Kilometer für die Fans aus Flensburg haben sich gelohnt. Wie du sagst, unser erster Auswärtssieg, das hat etwas zu lange gedauert. Aber wir haben es heute sehr verdient, haben also nicht immer gut gespielt, aber von der Ab aus den Sieg hingeholt. Ich glaube, man kann es. Ich meine, wir haben 22 Tore geworfen, das ist zu Hause natürlich ein bisschen wenig. Und wir haben einfach viel zu viel verballert. Wir haben uns gute Chancen rausgespielt und haben dann freie Würfe, sind dann gescheitert an freien Würfen. Und dann kam Flensburg mit dem Tempo-Gegenstoß. Am Ende war nichts zu holen für den HCR Erlangen. Flensburg feiert den ersten Auswärtssieg der Saison.